Danielle ist jetzt auf Level 3. Ach, guck mal, mit den Dingelhopper kämmt die sich die Haare. So. Oh, du bist es. Ich habe überall gesucht. Sollen wir was zusammen unternehmen? Aber ich kann Erik nicht finden. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Was brauchst du? Oh. Ich habe je nach Erik gefragt, aber außer mir scheint sich niemand an ihn zu erinnern. Niemand erinnert sich an Prinz Erik? Wie kann man nur einen Prinzen vergessen? Ich weiß nicht. Nicht einmal Maggie könnte mich Erik vergessen lassen. Ach nee, nicht Maggie, Magie. Nicht einmal Magie könnte mich Erik vergessen lassen. Bevor ich verschwand, hat er so sehr versucht, uns vor dem Vergessen zu schützen. Er sagte mir, er müsse jemanden aufsuchen. Ich frage mich, wen er damit gemeint hat. Nun, Merlin weiß eine Menge über Magie. Könntest du ihn fragen? Oh, und Christoph hat Erik manchmal geholfen. Und Maui ist immer am Strand. Vielleicht hat er Erik gesehen. Einer von ihnen muss etwas wissen. Lass uns bald mal widersprechen. Der verschollene Prinz. Ja, okay. Gut, dann werde ich jetzt mal mit Merlin reden. Dann natürlich noch mit Maui und den Christoph natürlich. Ist denn irgendjemand hier in der Nähe? Nee, ne? Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht ist ja Merlin bei sich am Haus. Nein, ist er nicht. Okay. Ein perfekter Tag zum Segeln. Ofi brauche ich auch nicht. Da ist Maui. Komm mal her hier, Dicker. Hallo! Groß, dunkelhaarig und gut aussehend, ein Prinzentyp? Hoho! Du brauchst dich weiter zu suchen. Deine Freundin Ariel sucht bestimmt nach mir. Aha. Sag ihr, dass Maui immer Zeit für seine Fans hat, besonders für meine Meerjungfrauen-Fans. Richte ihr aus, dass ich ihr jederzeit für ein kurzes Treffen zur Verfügung stehe, wenn sie das möchte. Du bist kein hübscher Prinz. Hey, ich bin vielleicht kein schöner Prinz, aber ich bin ein gut aussehender Halbgott. Ach so, nun, so gerne ich auch helfen würde. Ich erinnere mich an niemanden namens Erik. Tut mir leid, Fanny. Danke, Zwerg. Na super. Ist Erik hier vielleicht drin? Nein. Wo sind die denn schon wieder alle? Das ist ja so ärgerlich. Na gut, dann gucke ich jetzt mal auf die Karte. Das hilft mir alles sonst nicht. Wartet mal, da ist... Nee, das ist da. Ach, der ist hier oben. Der Erik. Der Christoph. Jetzt geht das wieder los. Jetzt verwechsel ich die Männer wieder. So. Oh hey, warte. Können wir reden? Ein Prinz mit dunklem Haar? Jetzt wo du es erwähnst. Wow! Ich erinnere mich an so jemanden, aber es ist irgendwie verschwommen. Ah. Früher habe ich einem Mann bei seiner Expedition auf See geholfen. Er fand seltene Artefakte aus dem Tal und ich half ihm, sie von seinem Schiff zu holen, sie zu bewahren und zu archivieren. Ah. Vielleicht war das dieser Erik. Vielleicht habe ich zu Hause noch ein paar Aufzeichnungen von seinen Expeditionen. Ich muss ein paar Sachen für Donald holen, aber wenn du dich drin umsiehst, findest du sie bestimmt. Vielleicht habe ich aufgeschrieben, wo Prinz Erik hingegangen ist. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ja, ich auch, Erik. Christoph, meine Güte, jetzt geht das wirklich wieder los. So. Dann schauen wir mal. Okay. So, dann bringen wir Christoph gleich mal die Expeditionsberichte. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ach, da bist du. Wen? So, hier hast du die. Oh, hey. Danke, zeig mal her. Sag mir, dass du etwas gefunden hast. Hey, vielleicht ist es das hier. Oh, aber das ist nicht gut. Auf der Insel auf der hier aufgeführten letzten Expedition von Erik ist ein großes rotes X zu sehen. Das bedeutet, dass das Schiff gesunken ist. Oh nein. Wenn er ein Seefahrer war, konnte er sicher schwimmen. Mal sehen. Hier steht, dass das Schiff in der Nähe von Schädelfelsen gesunken ist. Nicht weit vom schillernden Strand. Vielleicht findest du ihn ja... Nee, vielleicht findest du einen Hinweis im Wasser. Man weiß nie, was man angeln könnte. Mach's gut. Ja, danke. So, okay.
Dann schaue ich mal, dann zucke ich schon mal die Angel raus. Die passende Kleidung zum Angeln, würde ich sagen. Oh, guck mal, hier ist noch ein Ei. So. Schau ich mal. Rechts vom Schädelfelsen, ne? Ich nehme mal an, das hier. Bayana ist auch schon da. Aha. Gesicht der Statue. Okay, ich bin jetzt Ariel, genau das, was sie haben möchte. Den Kopf von Erik. So, Ariel, bist du noch? Nein, du bist nicht mehr da. Ariel. Gott, wo ist die denn jetzt? Ach, jetzt ist die da oben. Na gut. Ich hoffe nur, ich komme jetzt daran, ne? Das ist immer so eine Sache bei den ganzen Wassernixen. Okay. Hey! Hey! Könntest du bitte mit mir sprechen? Ja, gern. Gerne. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Oh, die ist so süß. Diese Statue, das ist Erik. Ich habe genauso eine auf dem Deck seines Schiffs gesehen. Ist das alles, was du bei dem Schiffswrack gefunden hast? Ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Alles wird gut. Ich bin froh, dass du hier bist, Fanny. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Hinweise als eine zerbrochene Statue und ein gesunkenes Schiff. Wenn sich nur jemand außer mir an Erik erinnern würde. Warte, ich habe eine Idee. Wenn wir die anderen Teile der Statue hätten, könnten wir sie vielleicht zusammensetzen. Wenn die Dorfbewohner sie dann sehen würden, würde das vielleicht ihre Erinnerung zurückbringen. Es ist ein Versuch wert. Aber das hier war das Einzige, was ich im Wasser in der Nähe des Schiffswracks finden konnte. Vielleicht wurden die anderen Teile an der Küste gespürt und die Dorfbewohner haben sie gefunden. Ich wette, Christoph würde es wissen. Ich werde ihn fragen. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Okay, Christoph. Nee, da steht Vajana. Da kommt Jack. Ach, Christoph. Dass man jedes Mal auch die Leute sucht, ne? Unglaublich. Christoph ist jetzt da unten. Okay. Christoph, bleib hier. Ich muss mit dir reden. Du, ich bräuchte deine Hilfe. Ja, ich auch. Oh, hey, da bist du ja wieder. Mit einem Gesicht aus Stein? Oh, jetzt erinnere ich mich. Prinz Erik. Ja, klar. Das ist er doch nicht, oder? Er wurde doch nicht in Stein verwandelt, oder? Nein, das ist nur eine Statue. Puh, das ist gut. Wo hast du es gefunden? Ich habe es im Meer vor dem schillernden Strand gefunden. Es muss auf dem gesunkenen Schiff von Erik gewesen sein. Moment mal, jetzt fällt mir alles wieder ein. Gleich nach dem Sturm suchten Donald und ich den schillernden Strand nach Sachen aus dem Schiff ab. Jetzt, da ich darüber nachdenke, Erik war dabei und hat uns geholfen. Ich erinnere mich. Wohin ist er danach gegangen? Keine Ahnung. Vor dem Vergessen war das kein Problem. Vielleicht würde sich einige der anderen Dorfbewohner daran erinnern, wo er hingegangen ist, wenn sie die ganze Statue sehen würden. Ich habe eines der Stücke, die wir gefunden haben, behalten und Donald hat die anderen. Ich glaube, ich habe meins als Briefbeschwerer benutzt. Was? Es ist schwer und hält papierfest. Es gehört dir, wenn du es finden kannst. Es ist irgendwo in meinem Haus. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ja, ich auch, Erik. Christoph, mein Gott, jetzt geht das wirklich wieder los. Dass ich die beiden verwechsel. Oh Mann. So, okay, dann einmal zu seinem Haus. Und dann, bei Donald wahrscheinlich nochmal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, kein großer Akt. Es sei denn, irgendjemand von den beiden hat es wieder verloren. Und ich muss ihn wieder danach suchen oder so. Da ist es. Den, so ein Sockel, ne, habe ich jetzt. Okay, jetzt noch zu Donald. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Ja, finde ich auch. So, Donald. Du bist... Ah, er kommt. Er kommt.
rast auf mich zu. Donald, bleib mal stehen, du kleiner Pirat. Oh, er kriegt wieder seine 5 Minuten. Okay, du kriegst meine Aufmerksamkeit, Donald. Eine Statue eines Prinzen? Oh ja, ich erinnere mich, dass ich einige Teile einer Statue aufbewahrt habe, die an den Strand gespült wurden. Ich habe eines Onkel Dagobert gegeben und meines vergraben, um es vor dem Vergessen zu schützen. Aber ich habe vergessen, wo. Lass mich kurz nachdenken. Es war matschig und voller Fliegen. Vielleicht ist es ein Ort in der Nähe des Wassers auf der Lichtung des Vertrauens. Bitte schön. So, okay. Nee, wartet mal, wir gehen erstmal zu Dagobert. Da oben ist er nämlich. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten... So, Dagobert. Hallo, hier bin ich. Ei, hallo. Fanny, bist du auf der Suche nach einer neuen Investitionsmöglichkeit? Du hast ein Stück von Eriks Statue. Mhm. Ei, das stimmt. Welches Interesse hast du daran? Würdest du es mir geben? Es dir geben? Umsonst? Zu was für einem Geschäftsmann würde mich das machen? Wie wäre es mit einem Handel, Fanny? Ich tausche es gegen ein paar Peridote. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, wartet mal. Peridote. Habe ich davon nicht ein paar in meinem Haus? Peridote, genau. 5 wollt ihr, glaube ich, haben, ne? So. Dann nehme ich mal die 5. So, das hätte ich schon mal. So, Dagobert, bist du noch da? Ah. Da ist er, Gott sei Dank. Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? Ja, hier hast du eine Peridote. Guten Tag, Fanny. Bitte schön. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Nun, hier ist, was du wolltest, so wie wir es besprochen haben. Dankeschön. Noch ein Stück vom Sockel. Freundlichsten Dank. Ja, gib mir aus dem Weg. So, jetzt ich geb dir Deckung. In die Lichtung des Vertrauens. In der Nähe des Wassers im Boden. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Ich hole schon mal meine Schippe raus. So, jetzt kann es aber überall sein. In der Nähe vom Wasser. Ich suche mal jetzt hier eben alles ab. Schön, dich zu sehen. Vielleicht glitzert ja hier irgendwie was. Aha, hier wahrscheinlich. Wartet. Ich komme da nicht hin. Jetzt. Nee, das war's nicht. Tatsächlich nicht. Suche auf der Lichtung des Vertrauens in der Nähe des Wassers im Boden nach dem zweiten Stück der Statue. Ja, im Boden. In der Nähe des Wassers, ja. Hier ist überall Wasser. Oh mein Gott. Ach, der Donald, ne? Ach, hier. Da ist es. So, wir haben's. Okay, sag Ariel, dass du alle Teile der Statue hast. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie wieder ist. Oh, die ist gerade hier. Da ist sie. Ariel, ich hab alles. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ja, das glaube ich dir. Ariel, du hast alle Teile von Eriks Statue. Oh, danke, Fanny. Jetzt können wir sie reparieren. Könntest du sie, sobald sie repariert ist, am schnellen Strand aufstellen, damit sie jeder sehen kann? Wenn jeder sie sieht, werden sie sich bestimmt an ihn erinnern. Irgendjemand muss doch wissen, wo er ist.
Warte, das hätte ich fast vergessen. Du brauchst das Zeug, das Goofy mir gegeben hat. Er nannte es Alleskleber und meint, es klebt alles zusammen. Ich glaube, die Menschen benutzen es, um sich die Haare zu machen. Aber das weißt du ja sicher alles. Du solltest es mal ausprobieren oder probieren. Oh, ich nutze Meerwasser. Hier ist es. Ich hoffe, es wird stark genug sein. So. Danke. Bitteschön. Dann gehen wir jetzt zu Goofys Haus natürlich. Um die Statue zu reparieren. Ich habe jetzt auch einen Uhu-Kleber. Kennt ihr Uhu? Ja, ne? Ich glaube schon. So. Was für ein wunderbarer sonniger Tag. Da. Ah, ich habe sogar alles. Ach ja, okay, ich brauche dir auch nichts weiter. So, Prinzipien Eriks Statue. Wunderbar. So, und jetzt sollen wir die wieder am Strand aufbauen. Ich weiß noch, ich hatte sie in der ersten Staffel hier vorne gleich hingebaut. Vielleicht mache ich das einfach so ähnlich. Wartet mal. Oh. Komm, ich kann sie auch hier so hinstellen. So. Und jetzt muss ich wieder mit Ariel reden, richtig? Ach so, nee. Ach ja, genau. Fanny, du musst auch lesen. Ja, ist okay. Ach ja, wir sollen sie an der Treppe hinstellen. Wartet. Da ist sie. So, einmal drehen. So, am Fuße der Treppe. Ich verstehe. Hoppala. So. Eine Erinnerung erschien, als du die Statue aufgestellt hast. Hebe die Erinnerung in der Nähe des Fußes. Okay, alles klar. Einmal aufheben die Erinnerung. Ah, Erik und Ursula natürlich. Alles klar. So, da ist noch ein Ei. So. Ariel, wieder erzählen. Bist du noch dort? Nein, bist du nicht. Oh, jetzt ist die hier. Okay, pass auf. Ariel, bleib bitte da, wo du bist. Und da, wo du bist, bist du... Ich freue mich schon so auf mein Date mit mir. An richtiger Stelle. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Ja, ich auch, Ariel. Fanny, hast du noch etwas darüber herausgefunden, wo Erik sein könnte? Erik hat dir gesagt, dass er mit jemandem reden würde. Die Erinnerung zeigt, wie er mit Ursula spricht. Warum sollte er das tun? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht dachte er, sie wüsste etwas über das Vergessen. Das beunruhigt mich. Wie werden wir sie dazu bringen, die Wahrheit zu sagen? Ich kümmere mich darum. Hier ist jemand mit klarem Kopf gefragt. Du hast recht, ich kann nicht verbergen, wie wütend ich bin und Ursula würde das ausnutzen, um mich zu täuschen. Sie wird ihre Geheimnisse nicht einfach mit jedem teilen. Du musst dir ihr Vertrauen verdienen, sogar ihre Freundschaft, wenn du kannst. Bitte sei vorsichtig, Ursula kann sehr gefährlich sein. Ich warte hier auf dich, wenn du zurückkommst. Du hast es geschafft! Der verschollene Perfekt. Habe ich jetzt damit abgeschlossen. Meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, wir haben die Quest jetzt voll und ganz hinter uns gebracht. Und ich hoffe, es hilft euch ein wenig weiter, wenn ihr die auch haben solltet irgendwann. Und ja, macht es gut, meine Lieben. Habt einen super schönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.